In der Schweizer Illustrierten ist unlängst eine sehr private Homestory über sie erschienen. Und du Vergleich vor 4 Jahren, auch von Philipp Mäder, auch eine private Homestory. Müssen wir jetzt mit dem alle 4 Jahre rechnen, kurz vor der Wahl? Ja, das ist doch so schön, die Lenzerei. Die könnte man auch ein bisschen häufiger sehen als alle 4 Jahre, oder? Nein, natürlich haben sie auch zwischendrin angefragt, aber ja, ich kann ja auch nicht immer alles machen. So persönlich war es jetzt auch nicht. Wir haben nichts in der Badewanne, nicht einmal im Haus, im Bett nicht. Also, die wollen natürlich noch viel mehr. Aber ja, ist doch schön, oder? Ich tue immer ein bisschen Tourismus auch ein bisschen ankurbeln für die Lenzerei und Graubünden. Sie haben 3 Kinder in einem Alter, wo man sich sicher schon für Politik interessiert oder anfängt zu interessieren. Wenn jetzt eines von Ihren Kindern oder alle würden kommen und sagen, Mami, ich möchte mich politisch engagieren, aber entweder bei JUSO oder bei jungen BDP, wie würden Sie reagieren und was wäre schlimmer? Ja, das wäre doch nicht schlimm. Also die Grosse tut sich eigentlich schon politisch sehr, sage mal, interessieren. Und sie hat einen jungen einen JUSO in der Klasse. Also sie muss sich immer wehren und die Argumente bringen. Und ja, der Sohn tut auch schon recht politisch verfolgen. Und wir haben immer sehr engagierte Diskussionen. Und wenn die jetzt zu der JUSO gehen, was soll jetzt? Wobei ist extrem, was die JUSO alles macht. Also die ganze Wochenendkürze und so, da geht dann also schon ziemlich weit zum Beeinflussen. Aber meine Kinder sollen selber wählen. Es ist ja dann auch ihre Welt und ihre Zukunft. Zur jungen BDP dürften sie auch? Zu der jungen BDP, ich weiss gar nicht, ob es die gibt. Ich glaube, die gibt es gar nicht irgendwie bei uns. Es ist auch immer wieder ein Thema, Sie werden mit Ihrem Vater in Verbindung gebracht. Wann haben Sie denn Ihren Vater das letzte Mal um Unterstützung oder politischen Ratschlag gebeten? Gute Frage. Das fällt mir jetzt gerade ein bisschen schwer, mich zu erinnern. Nicht, dass ich ihn jetzt nicht fragen würde, wenn es etwas betrifft, was vielleicht er erlebt hat und ich nicht. Und so, du, wie hat er das damals gemacht? Aber er hat mir einen Ratschlag gegeben, ohne dass ich gefragt habe. Er hat mir gesagt, du, jetzt hast du bei Umtemskamin ein bisschen zu viele Plakate aufgehängt von dir. Und dann bin ich geschaut und habe gesehen, dass tatsächlich zu viele waren, die ich gar nicht gewusst habe. Und jetzt haben wir wieder ein paar weggenommen. Dann sind Sie eigenhändig Ihre eigenen Plakate wieder abhängen? Ja, also bei einem gewissen habe ich auch Hilfe gebraucht. So einfach sind sie nicht zum Demontieren. Sie haben ein Vermögen von 5 Milliarden Franken. Kann ich das? Ich weiss es gar nicht. 5,1, ich habe jetzt abgerundet. Ja, wie viel Steuern zahlt man denn für das Vermögen? Ja, Sie haben recht, das ist vor allem Vermögensteuer, sehr viel. Ich habe gerade auch noch mal drauf geschaut, fast 20 Millionen. Und weißt du, wissen Sie, was das Beste wäre? Wenn ich in Graubünden Wohnsitz hätte, würde ich nur die Hälfte zahlen. Aber ich will trotzdem meine Kinder nicht aus der Schule nehmen und aufziehen mit festem Wohnsitz. Also zahle ich halt 20 Millionen statt 10. Wenn die Kinder mal aus der Schule sind, wird es vielleicht das Thema, der Wohnsitzwechsel? Ja, es wäre natürlich sehr schön. Wir haben es natürlich sehr schön in der Lenzerei. Ich bin sowieso so viel da oben, oder? Und auch für Graubünden natürlich auch in Bern. Also viel unterwegs oder im Ausland für die Firma. Also eigentlich von mir her bin ich ja vor allem im Dienst der Graubündens. Aber ich habe immer gesagt, meine Kinder möchte ich nicht aus der Schule rausreissen. Mit welchem Schweizer Politiker oder welcher Schweizer Politikerin haben Sie es heute am wenigsten auf der gleichen Bühne? Ja, heute habe ich den Giro gehört über den Herzog Wolfred und so. Da habe ich also es heute gar nicht auf der gleichen Bühne. Würden Sie mir bitte anfangen, die 2. Strophe der Schweizer Nationalhymne zu zitieren? Ich kann es gar nicht sagen jetzt. Ich versuche es gescheiden gar nicht. Aber ich muss sagen, ich war das letzte Mal an einem Ort, da haben wir 4 Strophen gesungen. Und da musste ich also ein bisschen schauen bei denen nebendran, wie es geht. Für was gibt die Schweiz Ihrer Meinung nach momentan am unsinnigsten Geld aus? Ach, für die ganzen Pseudo-Integrationsprogramme, die gar keine Integration bringen. Also irgendwie die ganzen Kulturberatungen und solches Zeug, statt dass man schaut, dass Zugewanderte arbeiten können und sich integrieren im Arbeitsmarkt und Sprache lernen können. Also ich sehe, dass dort viel Geld einfach in die Sozialindustrie geht, wo nie etwas bringt. Was können Sie besser als die anderen Nationalratskandidaten und Kandidatinnen? Ich glaube, ich kann Mehrheiten erreichen in Bern. Ich bin gut vernetzt, ich habe eine grosse Partei im Rücken, ich habe Erfahrung als internationale Unternehmerin. Ich habe gezeigt, 4 Jahre, dass ich viel machen kann. Und ja, ich bin auch unabhängig, weil ich brauche es nicht wegen Geld sondern, und auch nicht wegen der Schöppli, sondern weil mir die Schweiz und Graubünden am Herzen liegt.